Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Pathfinder Kingmaker. Ich habe das Spiel mal gespielt vor einigen, wie gesagt, muss schon sagen, fast Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es vor einem Jahr war, wahrscheinlich war es vor einem Jahr. Und habe es aber nie arg weit gespielt, habe es mir quasi nur angeschaut. Und deswegen kann man sagen, dass ich das zu 99% blind spielen werde. Und ja, ich hatte gerade schon eine Viertelstunde aufgenommen, bis ich gemerkt habe, dass es das Audio gar nicht aufgenommen hat. Aber gut. Das macht gar nichts aus. Ja, wir machen ein neues Spiel. Ich habe auch überhaupt nicht viel eingestellt. Ja, bei den Szenarien. Es gibt die Hauptgeschichte, Warnburg Schicksal und Unter den Raublanden. Ich habe die nicht. Ich habe nur die Hauptgeschichte. Und das, dafür sind wir lang genug beschäftigt, aber ganz sicher. Gell? Und da geht es darum, erkunde mit den Raublanden eine wilde Region, die seit Jahrhunderten umkämpft ist. Hunderte von Königreichen sind in diesen Gefilden aufgestiegen und gefallen. Und nun wird es Zeit, dass du dem Land deinen Stempel aufdrückst, indem du dein eigenes Königreich begründest. Damit dir das gelingt, musst du in der rauen Wildnis überleben und der Bedrohung durch feindliche Nationen trotzen. Und den Gefahren an deinem eigenen Hof. Da hatte ich erwähnt, dass irgendwie ist es komisch, wir möchten ein Königreich und müssen aber hier auch dann gleich gegen dir in der rauen Wildnis überleben, quasi. Okay, dann starten wir ja von mehr als ganz unten, gell? Die Schwierigkeit haben wir mal auf richtig easy gemacht. Die Gefährten stehen auch nach dem Kampf wieder auf. Das machen wir alles ganz harmlos. Wir machen ziemlich, ist halt dann ein bisschen blöd. Ja, wir machen etwas einfachere Feinde. Und die Feindschwierigkeit machen wir auch mal auf normal. Vielleicht kann man es ja im Spiel nochmal abstellen. Ich weiß es nicht. Umstellen. Ja. Diese Geschichten schalten wir hier alle aus. Nur aktive Gefährten erhalten Erfahrung. Ist blöd. Ist gut. Nein. Also, wenn alle Charaktere der Gruppe Erfahrung erhalten, ja, dann haben wir nicht irgendjemanden auf der Bank sitzen, der dann später nicht mehr mitspielen kann, weil das Level zu niedrig ist, den man auch aufleveln muss, was ich total lästig finde, deswegen freue ich mich. Hier finde ich es ein bisschen blöd. Ich habe keine Ahnung, was die Königreichverwaltung, was das soll. Das wird einem nicht erklärt hier. Ja, wir lassen es mal auf leicht, die Königreichverwaltung, und sehen dann weiter. Okay, hier kommen jetzt die Charaktere. Da haben wir einen Vorgefertigten schon genommen. Es gibt den Kämpfer Hedwig. Es gibt den Paladin Melaku, die Waldläuferin Weilin, den Hexenmeister Gima und Jadmila, die Klerikerin. Die finde ich, so vom Text her, hat das höchste Potenzial. Ja? Jadmila, die Gütige, also die nehme ich nicht. Nur kurz, wir nehmen Weilin, die Waldläuferin. Aber Jadmila, die Gütige, ist eine Halbling-Klerikerin der Sonnengöttin Sarenrae. Ihre Gebete heilen Verbündete und unterstützen sie in der Schlacht. Jadmila schreitet erhobenen Hauptes durch Kriege, Seuchen und andere Katastrophen wie ein Engel der Gnade, um Wunden zu versorgen und Schmerzen zu lindern. Sie verfolgt entschlossen ihr Ziel, das Licht ihrer Göttin in die dunkelsten Winkel der Welt zu tragen. Und das finde ich richtig gut. Da kann man einiges draus machen. Der Hexenmeister, der sich sowas von, ich finde es fast geradezu abstoßend, schon die Beschreibung von ihm. Gima, der Kluge, ist ein menschlicher Zauberer, in dessen Adern Drachenblut fließt. Schon als Kind wusste er, dass eine goldene Zukunft vor ihm lag. Als Meister im Umgang mit Beschwörungen und Feuermagie zieht er es vor, Abstand zu seinen Feinden zu halten, um sich die Hände nicht mit ihrer Asche zu beschmutzen. Wird die Lage ernst, ist Gima stets bereit, die Stimmung mit einigen aus seinen Fingern züngelnden Flammen aufzuhellen. Erstens sieht er aus wie ein Bübchen, aber Oberbübchen, und dann selbstverständlich muss Drachenblut in den Adern fließen, wo ich jetzt auch also nichts davon halte, gar nichts. Ja, weil wenn in jemandem Drachenblut fließt, dann bist du der Dovahkiin oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, dann bist du keiner, der da irgendwie Camping macht. Gell, das finde ich zu abgehoben, und dann schon als Kind wusste er, dass eine goldene Zukunft vor ihm lag. So wie eingebildet kannst du da eigentlich dann noch sein? Nee, muss nicht sein. Melaku? Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Menschlicher Paladin von Iomede. Ich habe die jetzt mal so genannt. Man könnte auch sagen Iomede. Aber ich finde Io, kann man da betonen, ist besser. Iomede. Der Göttin der Gerechtigkeit. Sein Zweihandschwert ist an sich schon eine bemerkenswerte Waffe, aber mit Iomedes Segen wird sie zu einem verheerenden Werkzeug der Vergeltung, mit dem die Macht des Bösen zur Rechenschaft gezogen wird. Nachdem Melaku zu oft Zeuge der Bosheit der Welt geworden war,
schwor er, seine Waffen nie wieder abzulegen, solange es noch Unschuldige zu retten und Schurken zu richten gilt. Und ich glaube, diese Paladine, die sind immer dermaßen rechtschaffen gut, dass auch schon wieder langweilig ist. Ein Tank muss auch nicht sein. Ich finde, wir machen Weilin. Ja, da gibt es jetzt von der Geschichte her eigentlich so gut wie gar nichts zu sagen. Also Weilin ist die Kühne, Weilin die Kühne ist eine Elfenwaldläuferin, ein echtes Kind der Wälder. Sie kann aus hunderten Schritten Entfernung einem Eichhörnchen einen Pfeil ins Auge schießen, wie man es schon so oft gehört hat, ja. Kann einem Ding die Dose vom irgendwas schießen, also Plattitüden-Sätze, aber das passt schon. Sie zieht die Freude der Jagd einen blutigen Kampf vor, aber obwohl sie nie begierig darauf ist, einen Konflikt zu beginnen, wer ihr oder ihren Freunden schaden will, ist meist tot, ehe er erkennt, dass der Kampf längst begonnen hat. Also das sagt gar nichts aus, außer dass sie halt gut kämpfen kann. Aber das passt, das ist okay, es ist mega boring eigentlich, aber ist in Ordnung. Stimmen gibt's verschiedene. Genau, und da haben wir jetzt einfach mal selbstbewusst genommen. Und hier, ich kenne mich ja null aus, gell, null, null mit diesen Sachen. Aber neutral gut, rechtschaffen gut, oh mein Gott, das ist der Paladin. Nee, wir sind chaotisch gut, also wir möchten schon gut sein, aber mit einem leichten Twist. Ich glaube, das stört nie. Hier kommen diese ganzen Fähigkeiten, wo ich ehrlich sagen muss, keine Ahnung. Das ist alles viel zu viel, das ist eine Doktorarbeit. Wenn man das durchliest, dann kann man gleich an der Uni studieren. Das müssen wir ein bisschen im Spiel alles lernen, wie das sich auswirkt und wie das funktioniert. Weil wenn ich das hier sehe, dann geht der Spielspaß schon beim Lesen gegen null. Schaut euch das an. 11, bla bla bla. Die passen sich körperlich, okay, das ist interessant. Die langlebigen Elfen sind Kinder der natürlichen Welt, die den Feenwesen in vielerlei Hinsicht zwar ähnlich, aber doch völlig anders sind. Elfen leben zurückgezogen und traditionsbewusst. Obwohl sie nur zögerlich Freundschaften schließen, sei es auf persönlicher oder nationaler Ebene, kann ein Bündnis mit einem einmal akzeptierten Fremden mehrere Generationen lang bestehen. Elfen sind ungewöhnlich stark mit ihrer Umwelt verhaftet. Dies ist entweder die Folge ihres unglaublich langen Lebens oder hat tiefere, mystischere Gründe. Elfen, die sich längere Zeiten in einem Gebiet aufhalten, passen sich körperlich an ihre Umgebung an, was sich vor allem in der Übernahme der Farbgebung der örtlichen Gegebenheiten widerspiegelt. Elfen, die unter den kurzlebigen Völkern leben, entwickeln hingegen häufig eine verzerrte Wahrnehmung. Okay, hat sie als Stärke, Geschick, das ist, kriegt sie einen Bonus, weil sie elf ist für Geschicklichkeit. Und für Konstitution kriegt sie einen Malus von 2, auch wegen, weil sie ein Elf ist. Na gut, ist halt so. Und ja, gibt es halt hier die Fähigkeiten. Leute, wir fangen einfach an. Mir ist das einfach wichtig. Ich möchte so ein Spiel nicht als Doktorarbeit sehen. Our story started at the mansion of an Aldori Swordlord. Drawn by the promise of a most dangerous task and a commensurately huge reward. Heroes of all stripes gathered here. Okay, unsere Geschichte begann im Anwesen einer Schwertfürstin der Aldori. Angezogen von der Aussicht auf eine gefährliche Mission und eine entsprechend hohe Belohnung, hatten sich Helden jeder Couleur eingefunden. Okay. Das ist doch ganz nett, oder? Where are they? This is taking forever. It didn't even say what this was for, just that the Aldori were looking for. Wo sind sie? Das dauert ja ewig. Sie haben nicht mal gesagt, was das alles soll. Nur, dass die Aldori auf der Suche nach Helden sind. Wer sind die Aldori überhaupt? Reiche Säcke? Miri. Sieht aus wie eine Barbarin. Conans Schwester. Und wir richtig edel. Warte mal hier. Oh mein Gott. Wenn du nicht patient bist, niemand hält dich hier. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Aldori Swordlords run the premier school for the dueling arts. They're also the richest and most influential group in this part of Brevoort. Take that tone with them and they'll teach you some manners pretty quickly. Okay, hier ist der Auftritt von Tartuccio. Wenn ihr keine Geduld habt, hält euch niemand hier auf. Kehrt einfach in eure Berge zurück oder in das Loch, aus dem ihr gekrochen seid. Die Aldori Schwertfürsten betreiben die führende Schule für die Kunst des Duellierens. Außerdem sind sie die reichste und einflussreichste Gruppierung in diesem Teil von Brevoy. Wenn ihr in diesem Ton mit ihnen sprecht, werden sie euch ziemlich schnell Manieren beibringen. Oh, hier kommt jetzt was. Schwertführer, Fürsten, okay. Die Aldori-Schwertfürsten entstanden, als der berühmte Schwertkämpfer
Baron Sirian Aldori sich einverstanden erklärte, eine ausgewählte Gruppe von Schülern in seiner Duelltechnik zu unterweisen. Sie beherrschten Rostland über Generationen. Jeder, wirklich Rostland, das heißt so, okay. Jeder so aufbrausend und impulsiv wie der Gründer des Ordens. Sie zählen zu den besten Schwertkämpfern der Inneren See und sind zudem getrieben von Drang, vom Drang nach persönlicher Anerkennung und Ehre. Okay. Und was ist Brevoy? Brevoy ist eine relativ junge Nation, die erst seit dem Jahr 4499 AK existiert. Keine Ahnung, was das bedeutet, werden wir noch rausfinden. Davor wurde seine Geschichte durch häufige Kriege zwischen den beiden Ländern Issia und Rostland bestimmt. Das änderte sich jedoch mit dem Choral, mit Choral, dem Eroberer. Nachdem die zwei Länder besiegt waren und kapituliert hatten, begründete Choral mit seiner Familie das Haus Rogarvia. Dessen Herrschaft endete mit dem Verschwinden sämtlicher Mitglieder des Hauses Rogarvia im Jahr 4699 AK, wodurch Brevoy politisch in eine prekäre Lage geriet. Okay. Also schön, du violette Kröte, halt einfach dein Maul. Und falls du das nicht kannst, helfe ich nach. Ruhe, sie kommen. Psch. Okay. Sword Lord Jamandi Aldori. And this is Lord Mayor Joseph Selimius of Rostov. Welcome to my mansion. Seid gegrüßt. Ich bin Schwertfürstin Jamandi Aldori. Und das ist Joseph Selemius, der Bürgermeister von Rostov. Willkommen in meinem Anwesen. Ja, nochmal Schwertfürsten. Jetzt Rostov. Rostov ist eine der beiden größten Städte in der fruchtbaren Region Rostland im südlichen von Brevoy haben wir das, nee, Brevoy haben wir gelesen, okay. Die vom Oberbürgermeister Josef Selemius geleitete Stadt ist ein Zentrum des Handels und der Kultur, das an die Flusskönigreiche des Würg, Wasser und die Raublande grenzt. Als Geburtsstätte des Duellstils der Aldori finden sich in der Stadt mehrere Duellierschulen der Aldori und Tal'Dan, weshalb junge Adelige in Scharen dorthin strömen, um sich in dieser Kunst zu üben. Die bedeutendste Einrichtung dieser Art ist die Aldori-Akademie, die gemeinhin als die beste Kriegsakademie in der Region gilt. We Okay, thank also. you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless, exactly what Rostov needs. Okay. Josef Selemius, der Bürgermeister, ein Mann mittleren Alters mit buschigen Koteletten und einem Monokel, hat ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. Wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid. Ihr mögt nur wenige sein, aber das liegt in der Sache, in der Natur der Sache. Wir brauchen nur die Besten der Besten für diese Aufgabe. Und ich sehe wahre Helden vor mir, starke und furchtlose Helden. Und genau das braucht Rostov. Thank you, Lord Mayor. Ui. Now to the point. South of here, just beyond Brevoy's border. Lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the Stolen Lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Rostov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. Okay. Jamandi Aldori sagt, danke Bürgermeister, lasst uns anfangen. Südlich von hier, jenseits der Grenze von Brevoy, liegt eine Region, die gemeinhin als die Raublande bekannt ist. Das Gebiet ist umkämpft und obwohl es von den angrenzenden Ländern schon vor langer Zeit besetzt wurde, hat es nie jemand wirklich erobert. Aber ich will euch nicht mit rechtlichen Spitzfindigkeiten langweilen. Es reicht, wenn ihr wisst, dass jeder, der mutig und mächtig genug ist, die Raublande zu unterwerfen und als Baron oder Baronin über sie zu herrschen, von keinem der angrenzenden Länder etwas zu befürchten hätte. Rostov würde natürlich umgehend die Legitimität dieses neuen Staates und den Adelstitel seines Gründers anerkennen. Oho. Okay, die Raublande sind eine nahezu vollständige unbesiedelte Region im Nordosten der Flusskönigreiche, die eine Art Puffer zwischen diesem und Brevoy bildet.
Gemeinhin halten sich hier vor allem Banditen und monströse Humanoiden auf. Okay. Alle Nationen, die daran angrenzen, betrachten das Land als geraubt, obwohl keine davon es jemals geschafft hat, längerfristig die Kontrolle darüber zu behalten. Okay. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? So. Unglücklicherweise steht ein gefährliches Hindernis zwischen euch und diesem Titel, da die Raublande von einer Bande von Banditen beherrscht werden. Ihr Anführer, der Hirschkönig, Staglord, hält sich für den rechtmäßigen Herrscher dieser Gefilde und niemand war bis jetzt in der Lage, ihm zu trotzen. Bringt mir seinen Kopf und ihr werdet als deren rechtmäßiger Herrscher in die Raublande zurückkehren. Hat dazu jemand Fragen? Okay. Wir sind eine Gruppe. Wer genau bekommt den Titel des Barons? Warum erkennt ihr nicht einfach den Hirschkönig als Baron an? Okay. Ihr helft uns, eine Baronie zu gründen. Was habt ihr von einer derartigen Großzügigkeit? Welche Belohnung erwarten uns genau? Genau, warum erkennt ihr nicht einfach den Hirschkönig an? Interessiert mich. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got lucky, weren't they? Ja, ein guter Punkt. So wie ich das sehe, herrscht dieser Hirschkönig längst über die Region. Viele adelige Blutlinien gehen auf Banditen zurück, die einfach nur Glück hatten. Oder etwa nicht. Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here and it won't while I still breathe. Okay. Die Miene der Schwertfürstin ist eiskalt, als sie antwortet. Vielleicht müssen wir ja einen gewissen Standard wahren. Dieser Raum hat schon viele Feiern von Abenteurern erlebt, auch von denen, die nicht einfach nur Glück hatten. Aber einem Banditen einen Adelstitel zu gewähren, das ist hier noch nie passiert. Und solange ich atme, wird das auch so bleiben. Okay. Wir sind eine Gruppe. Wer genau bekommt den Titel des Barons? Oho. Okay, Tartuccio sagt, nicht natürlich. Ich bin immerhin der Kopf dieser Gruppe. Aber keine Sorge, es wird sich für euch bezahlt machen, wenn ihr mir helft. Im Leben nicht. We haven't yet begun, and you already speak of giving rewards. What makes you think we'll even succeed? There's little point arguing over who gains the title, when we'll most likely lose our lives there. Wir haben noch gar nicht angefangen und ihr verteilt schon die Belohnungen. Was lässt euch glauben, dass wir Erfolg haben werden? Es macht nur wenig Sinn, über den Titel zu streiten, wenn wir vermutlich alle unser Leben lassen werden, sagt Harim, der Zwerg. If I may please answer the question. Ja, Yamandi räuspert sich lautstark, um den Streit zu unterbrechen. Wenn ich die Frage bitte beantworten dürfte. Sie macht eine lange Pause, während sie wartet, bis alle verstummen und ihre Aufmerksamkeit auf sie richten. We believe you're all equally deserving of a noble title. Over the course of your expedition, it will be up to you as a team Oh. to decide which of you is best suited to rule. Oh mein Gott, wir glauben, dass ihr allesamt einen Adelstitel verdient. Im Laufe eurer Expedition werdet ihr als Gruppe entscheiden müssen, wer von euch am besten als Herrscher geeignet ist. Und was gab es jemals für eine schlechtere Idee, als uns als Gruppe das entscheiden zu lassen, ha? Das wird ja jeder wird ja sagen, er möchte es machen. Er möchte der Baron werden. Ha! Okay. Don't ask stupid questions. Why should you even care? What they have to gain and why, that's for Lady Aldori and I to discuss. It's none of your concern. Your only concern is to swing your sword around or whatever it is you do. Okay. Hier, stellt keine dummen Fragen. Es kann euch egal sein, was wir davon haben und warum. Das besprechen Lady Aldori und ich. Macht euch darüber keine Gedanken. Ihr müsst einfach nur euer Schwert schwingen oder was immer ihr tut. Ja, geht Of gar nicht. course, we stand to benefit from this enterprise. But if you're concerned that we intend to rule your country from afar, using you as a front, well, please know that these concerns are unfounded. Let's just say that we have a strong interest in the region's stability. We have need of a ruling power we can negotiate with. Not bandit gangs and monster hordes. Okay. Natürlich erhoffen wir uns einen Vorteil aus dieser Unternehmung. Aber wenn ihr befürchtet, wir könnten euer Land aus der Ferne regieren, kann ich euch versichern, dass diese Bedenken unbegründet sind. Sagen wir einfach, wir haben großes Interesse an der Stabilität der Region. Wir brauchen einen Herrscher, mit dem wir verhandeln können.
keine Banditenbanden und Monsterhorden. Kaisi. Ein Tiefling-Mädchen steht in der Nähe und spricht mit leiser Stimme. Was liegt da für ein Geruch in der Luft? Ist das der Geruch von unausgesprochenen Worten und politischen Intrigen? Als sie bemerkt, dass du ihre Bemerkung gehört hast, zwinkert sie dir verschmitzt zu. Okay. Welche Belohnungen erwarten uns genau? Genau. Nach welcher erhebt seine Brauen? So weit, dass er beinahe seinen Monokel verliert. Und nach welcher Belohnung strebt ihr? Abgesehen von einem Adelstitel in eurem eigenen Land? Restoff will also allocate you a significant sum to provide financial support for you to establish your country. Essentially, will help you build your capital. I hope such a reward is satisfactory. Ja, wir übernehmen die Kosten für die Vorbereitung und Ausrüstung eurer Expedition. Sobald sie siegreich zurückkehrt, gewährt euch Restoff außerdem eine beträchtliche Summe an Gold als finanzielle Unterstützung für den Aufbau eures Landes. Sprich, wir helfen euch beim Aufbau, beim Bau eurer Hauptstadt. Ich hoffe, eine derartige Belohnung wäre für euch akzeptabel. Worte. Beträchtlich, finanziell. Von schönen Worten werde ich nicht satt. Okay. Natürlich wird es euch zu Ehren auch ein offizielles Bankett geben. Alle führenden Persönlichkeiten aus Restoff werden sich versammeln, um euch zu feiern. Okay, das ist doch mal ein Wort. Also. Okay, ausgezeichnet. Morgen brecht ihr auf. Nehmt euch nun etwas Zeit, um euch besser kennenzulernen, oder geht gleich auf euer Zimmer, wenn ihr euch ausruhen wollt. Wir haben dort schon Vorräte für euch deponiert. Und danke noch einmal, dass ihr an dieser Expedition teilnehmen wollt. Ich wünsche euch viel Glück. Okay. Okay. And doubt not for a second that you'll be victorious. So venture forth toward your feet. Go and return in triumph. Okay, der Bürgermeister sagt noch mal was. Ich möchte euch noch einmal von ganzem Herzen danken, dass ihr diesem Ruf gefolgt seid. Das Funkeln in euren Augen beweist euren Mut und den unerschütterlichen Willen, der wahre Helden auszeichnet. Ich sehe euch an, Champions von Restoff, und zweifle keine Sekunde daran, dass ihr siegreich sein werdet. Also zieht in die Welt hinaus, geht und kehrt triumphierend zurück. Wow. Jetzt haben wir. My name's Lindsay. I'm a bard, though this is my first real adventure. So, shall we go teach this stag lord a lesson? Lindsay, er geht dich schon mal gut. Hallo, mein Name ist Lindsay. Ich bin eine Bardin, aber das ist mein erstes echtes Abenteuer. Und wollen wir diesem Hirschkönig eine Lektion erteilen? Das werden wir bestimmt. Wartet nur, ich habe jede Menge Heldentaten im Ärmel. Ich bin Vailin. Freut mich, euch kennenzulernen. Was wollt ihr von mir? Komm hier. Das werden wir bestimmt. I have no doubt. Kind of related, I wanted to ask you something. Okay, da bin ich mir sicher. Entschuldigung. Apropos, ich möchte euch etwas fragen. Ja? Was denn? How do you feel about this Tuccio fellow? I think he's pretty obnoxious personally. He appointed himself head of the team and he's just after the Baron's crown or whatever it is Barons wear. It doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone will be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. Oh yeah, was haltet ihr von diesem Tartuccio? Ich persönlich finde ihn ja unausstehlich. Er hat sich selbst zum Anführer der Gruppe ernannt und ist nur hinter der Krone des Barons her. Oder was auch immer Barone tragen. Aber egal. Ich mag ihn nicht und finde, ihr solltet die Gruppe anführen. Als ich euch zum ersten Mal sah, dachte ich mir gleich, ihr seid eine echte Heldin. Jemand, der in Gedichten und Liedern gepriesen wird. Das, Lindsay errötet,
Das ist die Person, über die ich mein Buch schreiben möchte. Was ist ein Buch? Verdammt, ich hätte damit nicht anfangen sollen. Lass es mich einfach erklären. Okay. Wisst ihr das Problem der meisten Heldenbiografien ist? Sie werden immer erst Jahre später verfasst, basierend auf den Geschichten von Augenzeugen, bestenfalls. Und schlimmstenfalls? Schlimmstenfalls hat jemand die Geschichte von seinem Bruder gehört, dem sie von einem Freund erzählt wurde, dessen Vetter und so weiter. Jedes Mal kommt ein Schwung Lügen hinzu. Wenn ich die Geschichte einer heldenhaften Reise lese, frage ich mich immer, warum nie jemand einen Barden bei sich hat, der alles korrekt niederschreibt. Also dachte ich mir, dieser Barde könnte doch ich sein. Ich musste nur einen geeigneten Helden finden und diesen auf seinen ruhmreichen Abenteuern begleiten. Ein grandioser Plan, oder? Und hier stehen wir nun und ich habe eine heldenhafte Reise vor uns. Wer wird wohl der Held sein? Ein Zwerg, der ständig predigt, dass wir alle sterben werden? Oder vielleicht diese schreckliche Sensenfrau? Oder die Götter mögen es verhüten, Tartuccio? Niemals. Okay, kein übler Plan, sind wir uns einig. Was ist mit dieser Barbarin? Sie sah ziemlich heldenhaft. Was ist mit dieser Barbarin? Sie sah ziemlich heldenhaft aus. Ja, die ist fantastisch. Sie könnte einem Bären zweifellos mit bloßen Händen den Kopf abreißen. Aber Lindsay senkt ihre Stimme zu einem Flüstern. Sie macht mir irgendwie Angst, nur ein bisschen. Aber ich meine, ihr Schwert ist doppelt so groß wie ich. Sie könnte mich töten, ohne es überhaupt mitzukriegen. Denkt einfach darüber nach, ja? Ich bin sicher, ihr werdet mir zustimmen. Oh yes, see you in the morning. Ich gehe in mein Zimmer und schreibe über die heutige Nacht. Wir sehen uns dann morgen früh. Oh yeah. Der erste Schritt auf dem Weg zum Ruhm. Okay. Meine Feder taucht zum ersten Mal in mein Tintenfass ein und schreibt oder kritzelt die ersten Zeilen meines Buchs über die Heldin, über die Reisen, Abenteuer und Siege, die vor uns liegen. Das Buch wird sowohl seine Heldin als auch mich, seine Verfasserin, preisen. Ja, das muss auch sein. Lindsay, die Selbstnotiz, wenn mir ein pfiffiger Spitzname einfällt, hier einsetzen. Okay. Also Lindsay, die, keine Ahnung, Neugierige. Ich schreibe diese Zeilen im Bankettsaal, in dem Schwertfürstin Yamondi Aldori uns eben von der Mission erzählt hat, die vor uns liegt. Im Morgengrauen wird unsere Gruppe in die Raublande aufbrechen, um dort ruhmreiche Taten zu vollbringen. Hier beginnt mein Buch. Und selbst die Götter vermögen nicht zu sagen, was als nächstes passieren wird. Den Saal verlassen, okay. Wir haben einen langen Weg vor uns und brauchen alle etwas Schlaf. Lady Yamondi war deshalb so gütig, in ihrem Anwesen für jeden von uns ein Schlafgemach vorzubereiten. Ich gebe zu, ich bin so aufgeregt, dass ich wohl kein Auge zumachen werde. Glücklicherweise habe ich die Gelegenheit, mit der zukünftigen Heldin meines Buchs zu sprechen. Ich glaube, Valine ist genau die Person, die ich gesucht habe. Ja, cool. Und jetzt schaut euch das mal an, was alles gibt. Grundlagen. Allgemeine Begriffe. Oh mein Gott. Charakter. Oh Gott. Gottheit unter mir. Oh mein Gott. Wie viele Gottheiten. Domäne des Guten. Domäne des Bösen. Domäne der Tricks. Ei. Magie, Antimagie. Arkan. Zauber wirken. Spezielles, oh mein Gott. Kampf, Monsterhandbuch. Adler. Riesen. Ein Alraun. Alraunenschwarm. Oh, was gibt's für viele Viecher? Oh mein Gott. Skelett, Wolf, Zauberkatze, Zera, Zombie, Zyklop. Junge.
Also, Freunde, da haben wir richtig was vor uns. Ist ja mega. Meta, was ist das, Metamagie? Hör auf. Was ist Metamagie? Ich will es gar nicht wissen. Will ich es wissen? Ich will es gar nicht wissen. Leute, bitte. Jetzt geht's langsam los. Jetzt haben wir unseren ersten Schritt gemacht. Schaut euch das an. Wahnsinn. Und wir sehen gut aus, oder? Ich finde, wir sehen gut aus und wir gehen auch geschmeidig. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und dann reden wir ein bisschen mit den Leuten. Und langsam, aber sicher wird es dann losgehen. Ins Schlafgemach. Und dann wird das Abenteuer beginnen. Macht's gut. Und bis dahin. Tschüss.